Wann verpasst man es? Vielleicht mit einem letzten Gedanken, wenn man sich zu sehr auf das Müssen verlegt. Es muss doch. Es muss doch sein, es muss doch gelingen. Und mir ist eingefallen, wie meine Tochter, als ich klein war, ganz oft sagte, oh Mama, ich will mit dir spielen. Und ich sagte, oh, ich kann jetzt nicht, ich muss noch arbeiten. Ich muss noch das machen. Ich muss noch, ja, meistens war es eben etwas mit meiner Arbeit. Und oh Mama, warum musst du immer arbeiten? Ja, Paul, das ist mein Beruf, damit verdiene ich auch das Geld. Und dann hatte eines Tages meine Tochter ihr ganzes Taschengeld zusammengesammelt und brachte mir ihren Schatz und sagte, Mama, ich habe was für dich. Und ich guckte, und was soll das? Und sie sagte, hier hast du mein ganzes Geld, Mama. Jetzt haben wir doch genug Geld, jetzt musst du nicht mehr arbeiten, jetzt kannst du mit mir spielen. Und sie hat mich so beschämt damit und hat mir gezeigt, was eigentlich diesem Kind, was ich ihr eigentlich beibringe. Arbeiten müssen ist doof, weil dann kann man nicht das machen, was einen zusammenführt, was einem Spaß macht, was einem am Herzen liegt. Und ich muss auch an diese Geschichte denken von dem Elefanten, den Sie uns vorigen Freitag vorgelesen haben, der immer angebunden blieb an diesem Pflock, an den er von klein auf gewöhnt war, weil er sich nicht klar machte, dass er inzwischen groß und stark geworden ist und frei, um seine Fesseln und Bindungen da zu lösen, wo es nötig ist und sich da neu anzupflocken, wo es gut ist. Und diese Geschichte von dem Buddha, da könnten wir jetzt lange drüber reden. Ich glaube, wir würden ganz viel zu reden und zum Nachdenken haben. Aber ich möchte hier jetzt in unserer Andacht noch ein Wort von Paulus uns mitgeben, der im Römerbrief ein Selbstbekenntnis schreibt, wo er von seiner Unfreiheit auch schreibt. Er sagt, ich tue nicht das, was ich eigentlich will, das Gute, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und er unterstellt sich immer wieder der Gnade Gottes, die ihm hilft einzusehen, dass wir in all unserer Beschränkung unterwegs sind und immer mal Ziele ansteuern, in die wir uns verrennen und dass wir manchmal unsere Ziele aus dem Blick verlieren und in Passivität geraten und in beiden uns verfehlen können. Immer wieder ins Gespräch gehen mit Gott, das Gute suchen, das ich will, das Gute für mich und das Gute für andere. Damit soll es gut sein für heute Abend. Singen dürfen wir nicht zusammen, aber beten. Und ich lade euch ein, aufzustehen und das Vaterunser auch mitzusprechen. Wir dürfen sprechen. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so
so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geleite uns Gott zur Ruhe der Nacht. Er nehme alles auf, was offen geblieben ist. Er kümmere sich um alle die, die alleine sind, die Kummer haben, die krank sind, die unter Mühe und Belastung leiden. Und er begleite uns mit seinem Segen in jedem Augenblick. Und so segne und behüte uns Gott, der Barmherzige und Gnädige, die ist wie eine gute Mutter und ein guter Vater, als Vater und Sohn und Heilige Geistkraft. Amen. Und zum Abschluss singen wir oder bekommen wir gesungen, der Mond ist aufgegangen.